Hallo, hier ist wieder euer Toni. Damit ihr euer Kaminfeuer auch so schön bewundern könnt wie ich hier, müsst ihr natürlich die Scheibe sauber halten. Das ist manchmal eine ganz schöne Plackerei. Heute zeige ich euch aber, wie einfach das geht. Also aufgepasst und dabei geblieben. Bis gleich! Um diese Scheibe geht es heute. Die ist ganz schön verrußt und die will ich heute sauber machen. Aber Achtung, bitte nur die kalte Scheibe reinigen. Nie die warme Scheibe. Ich benutze ein nasses Küchenkrepp, ohne Reiniger, ohne Backofenspray, ohne gar nichts. Nur Wasser. Und schon geht's los. Bei hartnäckigen Fellen tupfe ich das Küchenkrepp in die Asche und benutze die Asche als, naja, eine Art Scheuermittel. Das sieht schon gut aus. Jetzt nur noch mit einem trockenen Küchenkrepp nachreiben. Und die Scheibe ist wieder blitzeblank. Ohne Reiniger, ohne Zusatzstoffe, einfach nur mit Wasser. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!